Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Habt ihr Bock, auch so ein Arcade-Kabinett mit Hunderten von Spielen zu haben? In diesem Video verrate ich euch, was ihr alles braucht. So ein Arcade-Kabinett war schon immer mein Traum. Meine ersten Videospielbegegnungen waren damals im Urlaub in Spielhallen in Spanien bei irgendwelchen Ferienanlagen und ich habe da so Klassiker wie Jekyll oder Double Dragon wirklich hoch und runter gespielt. Aber irgendwie so ein originales Kabinett irgendwie zu besitzen, die Dinger sind ziemlich teuer geworden, sehr wartungsanfällig und dann könntest du natürlich nur dieses eine Spiel. Es gibt natürlich auch noch so einige andere Möglichkeiten wie diese One-App-Arcades, die man kaufen kann, wo dann meistens irgendwie so eine Handvoll Spiele drauf installiert sind, wo ihr auch so ein ganzes Gerät bekommt. Das war mir aber auch immer wieder zu eingeschränkt und zu teuer und auch hier und da hat man mal gelesen, dass die Qualität nicht so toll sein sollte. Ich bin immer mal wieder so über Anleitungen im Internet drüber gestolpert, wie man sich sowas selber dann aus Holz raussehen kann, um das irgendwie dann alles später zu verkabeln. Auch das war mir zu aufwendig, weil ich jetzt auch nicht irgendwie dieser Holzverarbeitungsprofi bin. Aber ich bin jetzt auf eine relativ, günstige vielleicht nicht, aber auf eine relativ einfache Variante gestoßen. Und zwar dieses Kabinett habe ich von meiner Partnerin zu Weihnachten bekommen. Die Technik habe ich dennoch dazu gekauft und eingebaut. Und ich möchte euch mal so einen kleinen Überblick bieten, was braucht ihr, was müsst ihr so ungefähr an Geld in die Hand nehmen. Fangen wir natürlich mit dem Gehäuse an. Dieses Gehäuse kommt von einem spanischen Hersteller namens Talentech. Der stellt die Dinger her. So ist ein Bausatz, wird da geliefert und ist eigentlich relativ einfach zusammenzubauen. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so einfach wie Ikea, also ihr braucht schon Akkuschrauber und so weiter, aber wenn ihr jemals irgendwie Möbel zusammengebaut habt, ist das alles kein Problem. In diesem Fall müsst ihr hier das Oberteil und das Unterteil getrennt kaufen. Ich habe jetzt hier in diesem Fall nur das Oberteil wirklich gekauft oder geschenkt bekommen und die kommen natürlich erstmal nackt. Dann müsst ihr natürlich hier noch die entsprechende Beklebung hinzufügen. Ja, wie ihr seht, ist das hier im Design des Mario Brothers 1 Design gemacht worden. Da könnt ihr natürlich aus vielen, vielen verschiedenen Sachen auswählen entsprechend. Ihr könnt sogar eure eigenen Designs erstellen und hochladen. Aber Mario Brothers passt natürlich hier zu dem Kanal, auch wenn es natürlich dann die Arcade-Geschichte von Nintendo hat. Die müsst ihr natürlich so als Aufkleber, müsst ihr die hier überall draufkleben. Das ist ehrlich gesagt hier und da etwas fummelig leider, da wenn man das alles selber zusammenschneiden muss und zurechtschneiden muss. Und wenn man hier auf den Arcade-Kabinett genauer schaut, sieht man überall, dass ich jetzt auch da nicht der Profi bin, aber hey, es gibt wirklich Schlimmeres. Abgesehen von dem Gehäuse und den Aufklebern braucht ihr das Innenleben. Für das Innenleben gibt es verschiedene Varianten. Ihr könnt natürlich euch irgendwie einen RetroPie irgendwie besorgen, dann einen entsprechenden Arcade-Emulator drauf machen, plus eine entsprechende Verknüpfung. Ich habe hier in diesem Fall die relativ einfache Variante genommen und habe mir eine sogenannte Pandora Box DX bestellt. Das ist im Prinzip quasi schon so ein ganz kleines Gerät. Das gab es im Komplettset hier mit den ganzen Buttons. Die sind natürlich hier beim Arcade-Kabinett auch nicht dabei. Und mit der ganzen Verkabelung zeige ich euch gleich alles im Detail. Dann braucht ihr natürlich noch einen Monitor. Dieses Arcade-Kabinett kommt in oder ist bestellbar in zwei verschiedenen Größen, einmal für 24 Zoll und einmal für 22 Zoll. Das hier ist jetzt die 24 Zoll Variante. Ganz einfach, weil ich auf der Arbeit noch einen 24 Zoll Monitor habe rumfliegen, quasi, den ich dann kostenlos mitnehmen konnte. Der ist vielleicht nicht der beste, aber hier natürlich noch perfekt. Und dann braucht ihr natürlich noch für den Ton entsprechende Boxen. Auch hier habe ich einfach irgendwelche billigen Aktivboxen, die noch irgendwo auf der Arbeit rumgeflogen sind, entwendet und hier verbaut. Wie gesagt, wie das hier alles zusammengestellt ist, zeige ich euch jetzt gleich im Detail. Der Grundeindruck ist wirklich sehr, sehr schön.
Ich habe hier nicht unbedingt die teuersten Komponenten verbaut und ja, bezahlt habe ich jetzt so insgesamt um die 300 Euro. Also das Gehäuse plus die Aufkleber habe ich, wie gesagt, zu Weihnachten geschenkt zu bekommen, kosten zusammen so ungefähr 160 Euro, wenn ich das im Kopf habe. Und diese Pandora-Box zusammen mit dem ganzen Kit für die Verkabelung und für die Buttons bekommt ihr so für ungefähr 110, 120 Euro. Habe ich euch aber unten alles verlinkt, bekommt ihr dieses Mal alles bei eBay. Und ja gut, ich hatte, wie gesagt, den Glück, dass ich die Monitor umsonst bekommen habe. Deswegen sind mir da jetzt keine Kosten entstanden. Und dafür finde ich wirklich, ist das preis-leistungsmäßig echt super geworden. Aber ich würde sagen, lange genug der Vorrede. Wir gucken mal in die Innereien rein. Das Arcade Cabinet hat genau zwei Öffnungen. Die eine, die hier vorne ist, die ist vielleicht nicht so einfach zu sehen. Erstmal hallo hier in der Spiegelung. Und zwar könnt ihr das Bedienfeld einfach so umklappen. Und da seht ihr auch schon im Prinzip die Technik, die dabei ist. Das sieht hier mit den ganzen Kabeln. Das sieht verdammt kompliziert aus. Und ich muss auch sagen, es hat mich mehr Zeit gekostet, das hier alles zu verkabeln, als nötig ist. Und zwar, weil Dokumentation etwas, ich sag mal, nicht so gut ist. Das heißt, diese ganzen Knöpfe, die bekommt ihr einzeln. Und die Kabel, die gehen hier von dieser Pandora-Box aus. So sieht die hier aus. Ich kann sie leider durch den ganzen Kabelwust, weil ich natürlich jetzt auch nicht gut bin, was das Verkabeln angeht. So sieht die aus. Das ist im Prinzip eine kleine Box, wo ihr denn hier entsprechend den Kabelkanal dran habt. Das heißt, ne, die ist auch nicht groß, die passt hier wunderbar rein. Und ihr müsst dann halt entsprechend alle Kabel hier richtig dran machen. Ist natürlich hier alles farblich kodiert und muss natürlich auch richtig gemacht werden. So ein bisschen könnt ihr in den Menüs dann aber auch testen, ob alles gut passt und so weiter. Das könnt ihr euch alles anzeigen. Aber erstmal irgendwie drauf zu kommen, zumindest für mich als Technik-Dodi, wie diese ganzen Kabel hier ran sind, hat ein paar Stunden schon gedauert, aber mit Trial und Error, ein bisschen Geduld, geht das alles. Ich habe leider auch keine richtig gute Anleitung im Internet dazu gefunden. Das ist einfach wirklich probieren, probieren, probieren. Also wie gesagt, hier vorne habt ihr diese, ja, ich sag mal, Wartungsschachteln für die Technik. Ich habe das hier so reingemacht. Wenn ihr es natürlich ordentlich macht, dann alles natürlich hier schön etwas besser verbinden. Aber ich war irgendwann froh, dass ich alles irgendwie dran gekriegt habe. Und dann reicht ihm das auch. Das ist hier dann die entsprechende Verkabelung für das ganze Bedienfeld hier. Unten, genau, und auf der Rückseite gibt es dann die andere Klappe. So sieht dann die entsprechende Rückseite aus. Das Ganze ist übrigens aus stabilen MDF-Platten gebaut. Also es heißt, ihr habt hier wirklich Gewicht und das fühlt sich auch wirklich nach was an. Das ist nicht irgendwie so ganz, ganz billiges Pappholz oder wie man es auch nennen will. Hier unten kommen natürlich die ganzen Stromanschlüsse raus. Hier habe ich natürlich einmal für die Pandora-Box, einmal entsprechend für den Monitor und einmal für die Aktivboxen. Hier habt ihr noch so zwei Lüftungsschlitze. Und hier könnt ihr das natürlich dann ganz bequem aufmachen. Und ihr seht auch hier natürlich ein bisschen Kabelgewirr, aber natürlich auch hier die Technik. Hier ist natürlich vor allen Dingen der Monitor. Ich habe Glück gehabt, dass mein Monitor, den ich hier benutze, dass der hier einen höhenverstellbaren Fuß hat. Deswegen konnte ich das jetzt einfach so mit dem Fuß den Monitor reinstellen und den hier ein bisschen nach oben und unten verschieben und kippen, dass es einigermaßen passt. Ihr könnt natürlich auch entsprechend den Monitor irgendwie mit einer VESA-Halterung hier einbauen, beziehungsweise hier bei dem Arcade Kit waren sogar so ein paar, ja, Ecken dabei, wo man quasi den Monitor dann besser befestigen kann. Also hier steht im Prinzip drin, ist mit einem HDMI-Kabel entsprechend einer Pandora-Box quasi hier so unten angeschlossen. Und hier habe ich dann noch hier, wie gesagt, die Billo-Aktivboxen drin stehen. Die sind nicht besonders, stehen natürlich auch da suboptimal. Hier oben habt ihr aber noch ein Fach, wo sogar hier Lautsprecherlöcher ausgeschnitten sind. Also irgendwann werde ich das hier auch etwas nachrüsten, wo man das hier entsprechend reingehen kann. Wie ihr seht, sind hier auch entsprechend meistens irgendwelche Kabel, Kanäle und Führung alles entsprechend vorgearbeitet, dass ihr hier auch alles habt. Das ganze Befestigungsmaterial ist dabei, von Klappe her und so weiter. Deswegen von mir aus wirklich von der ganzen Qualität her dieses Bausatzes wunderbar. Kann ich echt nicht meckern, kann ich euch auch wirklich empfehlen. Auch wenn die Firma in Spanien sitzt, liefern die aber auch sehr schnell und zuverlässig.
Als letztes möchte ich euch mal so ungefähr so den Umfang dieser Pandora Box DX zeigen. Ihr werdet hier gleich in so ein Menü vorgeworfen. Und wie gesagt, hier sind wirklich Tausende an Spielen vorinstalliert. Ich habe natürlich jetzt nicht mal ansatzweise alle getestet. Ihr habt hier allgemein ein Bedienfeld für zwei Spieler. Das heißt, ihr könnt jederzeit zu zweit spielen. Hier unten, das seht ihr nicht, habt ihr natürlich zwei Knöpfe. Einmal für Start und einmal für Münze nachwerfen. Und hier habt ihr dieses klassische 6-Button-Layout plus den entsprechenden Joystick hier. Und ihr seht, es wird natürlich sehr, sehr schnell übersichtlich. Das Gute ist an der ganzen Geschichte, hier habt ihr so einen kleinen Knopf, wo ihr so ein kleines Menü irgendwie aufrufen könnt, wo ihr heute euch auch anschauen könnt, ein bisschen hier die Genres könnt ihr euch raussuchen oder auch welche Spiele ihr erst kürzlich gespielt habt. Wie ihr seht, ich habe hier Simpsons gestartet, Jekyll, Metal Slug und Golden Eggs. Ich würde mal einfach sagen, ich starte einfach mal hier zum Beispiel Golden Eggs. Von der Emulation her, ich bin kein Experte, was diese Emulation angeht. Meiner Meinung nach ist es aber okay umgesetzt. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Ist natürlich jetzt kein Mr. FPGA, aber wie ihr seht, die Ladezeiten sind alle voll in Ordnung. Die Tasten und der Joystick, der natürlich jetzt bei diesem Komplett-Set dabei waren. Unter uns, es werden nicht die allerbesten sein. Auch hier habe ich jetzt natürlich jetzt nicht super große Erfahrungen. Die könnte man natürlich jetzt bei Bedarf irgendwann mal gegen bessere austauschen. Aber sage ich mal so, für mich als Casual-Spieler sind die Dinger natürlich vollkommen in Ordnung. Ist natürlich hier schön alles clicky. Was ich vergessen habe zu sagen, hier ist noch so eine Plexiglasscheibe zwischen dem Monitor und uns quasi. Und dadurch kommt das eigentlich ganz gut rüber. Ich würde mal sagen, wir starten hier mit dem ganz einfachen Barbaren. Ich muss das hier leider abfilmen, weil hier ich keine Möglichkeit habe, das entsprechend zu capturen. Und ich habe natürlich auch den Ton jetzt gerade ausgemacht, damit wir hier die entsprechende Aufnahme nicht irgendwie durch Geräusche stören. Aber wie ihr seht, man kann hier echt hier super rumspielen. Ihr habt natürlich die entsprechenden Tasten hier. Ich probiere mir hier grob alles durch. Und je nach Spiel, ja, die meisten Spiele benutzen halt irgendwie maximal 6 Tasten. Müsst ihr natürlich mal gucken, welche Taste welche ist. Aber die sind einmal ganz gut erreichbar. Und ihr könnt diese schönen Arcade-Spiele hier wirklich spielen. Also Fazit muss ich wirklich sagen, ich höre mal auf hier zu klicken. Es ist wirklich eine wunderbare Sache, macht echt Spaß und ist natürlich ein Hingucker hier auf jeden Fall für jeden Gaming Room und auch einfach mal zu zweit mal hier wen einladen, auch für Leute, die vielleicht nicht unbedingt irgendwie großartig was mit Zocken zu tun haben. So ein Arcade-Automat ist natürlich dann wesentlich einfacher mal entsprechend, ja, so aufzunehmen, um einen Joystick und ein paar Tasten, damit kann jeder umgehen. Also ich habe hier mal meine Freundin auch ab und zu mal herbeigeholt und wir haben zusammen in Simpsons dann ein bisschen rumgekloppt. Macht sehr viel Spaß, ist eine schöne Empfehlung. Bei Zeiten werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal das Untergestell entsprechend für besorgen, damit das Ganze ja vom Gesamteindruck etwas komplettiert ist, ganz einfach. Schön, dass ihr dieses Mal reingeschaut habt. Vielleicht konnte ich ja euch inspirieren, was eure Gaming Room Idee oder so angeht. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Wie gesagt, wenn es nur zu sehr technisch wird, bitte, ich bin wirklich ein Technik-Dulli. Ansonsten viel Spaß und schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.